Hallo, mein Name ist Tom Bartels. Wir warten auf den Anpfiff des Club Championship Freundschaftsspiels heute Nachmittag. Direkt neben mir sitzt Florian König. Was kannst du uns über die Mannschaften sagen? Danke, Tom. Was meinst du? Welche Aufstellung haben sie gewählt heute? Liverpool. Dieses Spiel ist wichtig für sie. Ob sich die harten Stunden auf dem Trainingsplatz jetzt bezahlt machen? Jetzt zu Manchester United. Keine Sperren wegen roter Karten bei ihnen im Moment. Der Trainer konnte also bei der Aufstellung aus dem Vollen schöpfen. Danke, Florian. Die Verteidigung steht auch unter Druck gut. Ganz hinten kommen sie wieder in Ballbesitz. Riese. Neville. Guter Pass. Murphy. Silvestre. Da prescht er nach vorne. Vom Torhüter abgeprallt. Kann er klären. Perfekt getimter Kopfball. Weit, weit daneben. Er kann nur hoffen, dass ihm das nicht nochmal passiert. Dieser Spieler würde noch nicht mal ein Scheunentor aus 3 Meter Entfernung treffen. Er holt sich den Ball in der eigenen Hälfte. Souveräner Pass. Dazwischen gegangen. Scholes. Owen. Da bekommt der Verteidiger den Ball wieder unter Kontrolle. Seine Pässe sind heute 1A. Beckham. Er ist immer noch im Ballbesitz. Mein Fehler. Oh, da gelangt er in Ballbesitz. Der Schuss direkt auf den Torwart, der ihn abblockt. Scholes. Das ist ihnen geglückt, das erste Tor in dieser Partie. Wiederholung. Endlich mal einer, den er reinmacht. Das ist korrekt. Den hat er sich wirklich verdient. Er ist ja unermüdlich heute auf der Jagd nach Toren. Das war der erste Treffer hier in diesem Spiel. 1:0. Hamann. Sie nehmen den Gegnern den Ball im Mittelfeld ab. Der Pass kann gefährlich werden. In der eigenen Hälfte wieder in Ballbesitz. Owen. Mann gegen Mann. Kann er die brenzlige Situation klären? Beckham. Carragher. Der Pass geht bis ins Angriffsdrittel. Da haben sie gut agiert, um den gegnerischen Angriff zunichte zu machen. Veron. Nach vorne gegeben. Sie halten den Ball gut im Spiel. Riese. Hamann. Dazwischen gegangen und den Ball abgenommen. Hervorragend. Veron. Er hat ihn verwandelt. Schauen wir uns die Wiederholung an. Das haben sie im Training geübt und jetzt im Spiel brillant umgesetzt. Wenn er in einer Spiellaune wie heute ist, haben Verteidiger immer Probleme mit ihm. Er hat in seiner ersten Saison bei Manchester United 30 Tore erzielen können. Oh, das könnte ein wichtiger Treffer gewesen sein. 2:0 jetzt. Da sind sie hinten wieder in Ballbesitz. Er weiß, dass er den Ball nur fordern kann, wenn er genügend Raum hat. Guter Pass hier.
Gut platzierter Pass nach vorne. Angriff in letzter Sekunde unterbrochen. Sie bekommen den Ball zurück im Mittelfeld. Nach vorne gepasst. Riese. Veron. Ballbesitz. Machen Sie auch etwas aus dieser Chance. Sehr kompakte Abwehr. Beckham. Auf diese Abwehr kann man sich verlassen. Sie gelangen in Ballbesitz und das in dieser erfolgsversprechenden Position. Ein schöner Pass in die Tiefe. Gerard. Und da hat er einen Mitspieler in der Lücke gefunden. Veron. Sie haben den Gegner den Ball wieder abgenommen. Gut gemacht. Riese. Die Verteidiger sind gut gestaffelt. Sehr präziser Kopfball. Bei diesem Pass war nicht nur Können, sondern auch jede Menge Glück im Spiel. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Nach dieser Grätsche, er sollte aufpassen. Also, dass er damit durchkommt, hätte ich nicht gedacht. Gerettet mit einem souveränen Kopfball. Er hat den Gegner aufgehalten. Er fordert den Ball. Das ist ein schöner Pass. Stolz. Der Pass kann sich sehen lassen. Murphy. Owen. Der war so wichtig. Veron. Owen. Sie haben ihn verwandelt. Das war fast schon ein Geschenk vom Torhüter, der da vollkommen schlecht stand. Das stimmt. Klasse Quote, ein Schuss, ein Treffer. Er ist noch so jung, er ist 22 und er hat dennoch schon an zwei WMs teilgenommen und dort auch jeweils Tore erzielt. Der Ball gehört ihm. Tadelloses Verteidigungsspiel. Damit ist die erste Hälfte zu Ende. Es steht 2:1. Und nun die Halbzeitanalyse von Florian König. Der Gegner muss sich dringend einige Chancen erspielen. Wollen Sie das Spiel noch gewinnen? Jetzt können wir uns einige der Höhepunkte aus der ersten Hälfte nochmal anschauen. Ich bin gespannt, was für Überraschungen die zweite Hälfte noch für uns parat hat. Riese. Toller Pass. Starkes Defensivverhalten. Atempause für die Spieler. Der Ball ist im Aus. Es gibt einen Wurf. Toll den Ball abgenommen. Den muss er versuchen. Da kommt der Ball genau auf den Torwart. Den Ball immer im Auge und eine gute Position. Das war hier das Geheimnis des Torhüters. Das sieht nach einer guten Chance aus. Aufs Tor! Ein effektiver Block. Gut gemacht. Giggs. Gut gemacht. Guter Angriff. Merkwürdiger Pass, der trotzdem ankommt. Glück gehabt.
guter Länge im Pass. Scholes. Er sucht nach einer günstigen Anspielposition. Owen. Hüppier. Riese. Ein nützlicher Pass. Schöne Pässe hier. Da macht der Torhüter einen guten Job. Gut gehalten und eine Schande für den Spieler, dass er den aus dieser Position nicht reingekriegt hat. Starker Kopfball. Giggs. Sie sind wieder in Ballbesitz. Murphy. Manchester United hat den Ball und führt mit einem Tor. Beckham. Scholes. Der Pass geht nach vorne. Gut gehalten. Der Stürmer vergibt hier eine Riesenchance. Zurück mit dem Ball. Schön gespielt. Den Ball regelrecht geklaut. Immer in Bewegung sein, das ist wichtig. Sie haben es geschafft! Der Treffer ist es wert, dass wir ihn uns nochmal anschauen. Besser könnte es heute für ihn kaum laufen. Ja, 3 Tore in einer Partie, das hat er sich bestimmt nicht träumen lassen. Sie zeigen eine wahrlich gute Leistung und gerade wurden sie mit dem 3:1 belohnt. Gutes Spiel der Hintermannschaft. Veron. Da hat er aber auch jede Menge Glück gehabt. Oh, keine gute Grätsche, das ist auf jeden Fall gelb. Das wird wohl gelb werden. War die Entscheidung zu hart? Vielleicht bringt die Wiederholung Klarheit. Spieler haben immer wieder Probleme, den korrekten Abstand einzuhalten. Die Schiedsrichter müssen hier immer sehr genau sein. Ich habe fest damit gerechnet, dass der reingeht, aber doch ein bisschen zu hoch. Guter Versuch, aber leider kein Tor. Er spielt den Ball kurz, ohne viel Risiko. Sie haben den Ball. Und er hält ihn auf. Riese. Gerard. Ball in einer gefährlichen Situation abgefangen. Flach in den 16er gespielt. Wieder ein Ballbesitz im eigenen Strafraum. Geklärt mit dem Kopfball. Ihn nicht festhalten. Neville. Beckham. Sie konzentrieren sich hier voll auf die Verteidigung. Veron. Giggs. Murphy. Gutes Timing. Souveräne Grätsche. Diouf, da hatten sie keine Chance, prima agiert. Ein langer Sololauf hier, hat er noch Kraft? Beeindruckender Kopfball. Nimmt sich den Ball. Ausgezeichnet den Gegner aufgehalten. Owen. Da bringt er sich in eine gute Position. Da haben sie nicht aufgepasst und schon ist der Gegner wieder in Ballbesitz. Hamann. Riese. Oder haben sie viel Glück gehabt? Den Ball wollte er nicht vorbeilassen. Silvestre.
Gigs. Gute Zuordnung der Defensivspieler. Manchester United ist in einer beneidenswerten Situation. Sie liegen deutlich vorne und haben außerdem den Ball. Da fordert er den Pass. Wird der Mitspieler ihn sehen? Tor! Das sollten wir uns nochmal ansehen. Na, die wissen, wie man den Ball zum Erfolg führt. Prima gespielt. Und sie legen noch einen Treffer drauf. Bei diesem Pass hat er wirklich Glück gehabt. Gute Abwehrarbeit, als hätten sie es geahnt. Ball abgefangen, Angriff gestoppt. Scholes. Schnell reagiert und sich selbst Raum verschafft. Da verliert er den Ball wieder. Und das war's. Diese Club-Championship-Begegnung ist damit vorbei. Mit der Anzahl an Torschüssen hätten sie sich wohl selber in den Hintern getreten, wenn sie diese Partie nicht gewonnen hätten. Die besten Szenen aus dieser Partie sollten wir uns nochmal anschauen. Schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Florian König und ich sagen Tschüss und bis bald.